auch wenn ich mitten im Satz unterbrochen wurde, diesmal wurde nichts verpasst, denn dadurch, dass ich das Programm vorher minimiert habe, wurde es wieder maximiert durch diesen Pop-up, dass die 10 Minuten rum sind. Und deswegen habe ich auch mitbekommen, wann sie rum sind und kann demzufolge an genau der gleichen Stelle weitermachen, wo ich aufgehört habe. Wir sind immer noch in diesem furchtbaren Albtraum, besonders für Vegetarier, in einer Fleischerei, und uns gegenüber stehen eine riesige Anzahl Aliens, die nach einer Granate verlangen. Ich muss unbedingt hier noch eine Granate platzieren. Die gute Frau hat das nicht gekonnt. Der Herr Berg kann das jetzt mal versuchen. Nein, er hat keine Granate, weil er ist ja derjenige, der das Medikit trägt. Ich könnte aber mal gucken, ob er von dort... nein, gut. Er könnte sowieso nicht... was er aber trotzdem tun kann, die Rauchgranate werfen, ist sowieso keine schlechte Idee, wenn man so vielen Aliens gegenübersteht. Und sonst nichts machen. Los, wirf. Warum macht er die Tür auf, um die Rauchgranate zu werfen? Warum? Man sollte doch dahin werfen. Hättest du die Aliens gesehen, dann wäre das nicht blöd. So. Und er wird jetzt sich hierhin begeben, um die Granate zu werfen. In der Hoffnung, dass er durch die Rauchgranate vor eventuellen Reaktionsfeuer geschützt ist. Tja, war er leider nicht. Das ist noch. Und ja. Ja. Wie soll ich sagen? Es sieht nicht gut aus. Aber ich will mal den Abend nicht vor dem Tag beschreien. Das noch leben drei meiner Leute und die gesehene Person ist zumindest in Deckung, aber das wird die Ehen höchstwahrscheinlich nicht davon abhalten, hier einfach reinzurennen. Und Moment, ich bin flankiert? Was war das denn? Von wo bin ich flankiert? Ja, jetzt ja. Ist halt blöd, wenn die alle noch leben. Ja, ach so, die hat mich flankiert. Ah ja, schön nochmal in Panik ausbrechen. So, wie sind die Optionen? Dieses Alien kann offensichtlich nicht mehr schießen, weil sonst hätte es das schon getan. Hier lang zu rennen ist höchstwahrscheinlich sehr gefährlich. Wo sieht das? Da sind da noch drei. Achso, da drüben sind noch zwei. Ja. Den meisten Schaden würde sie anrichten, indem sie jetzt eine Granate auf diese beiden Aliens wirft. Sich zu repositionieren wird äußerst wenig bringen. Weil hier gibt es einfach keine sichere Position, wo sie hin könnte, ohne irgendwelches Feuer auszulösen. Das heißt, sie wird jetzt einfach mal hier die Granate hinwerfen. So, ja. So. Das Blöde ist, Tod ist dann sicher das eine, aber besser als den jetzt zu erschießen und das dann noch Leben zu haben. Na gut, die werden jetzt gekillt beide und dann ist die Mission vorbei und dann, werden wir bei der nächsten Mission wieder mit Rekruten beginnen müssen. Weil, das ist in dem Iron Man Mode, gibt es keine Möglichkeit, die Zeit zurückzudrehen. Sonst hätte ich natürlich diesen Move, wo ich hier versucht habe, mit der Rauchgranate hier entlang zu rennen und dann hier die Granate zu werfen. Das hätte ich dann natürlich nicht genau so gemacht. Ist jetzt ein Fehler, aus dem man lernen kann, aber das Gelernte wird man auch
wahrscheinlich dann erst bei der nächsten Partie umsetzen können. Also gibt hier absolut keine Chance mehr, das noch irgendwie zu reißen. Ja, das war's. Also die Mission ging jetzt nicht ganz so gut wie die erste. Waren auch etwas viele. Tja. Ich würde das jetzt auch mal als Anlass nehmen, diese Aufzeichnung jetzt schon abzubrechen und ja, falls jemand der Meinung ist, es macht noch Sinn, das noch fortzusetzen, werde ich das natürlich gerne tun. Aber ansonsten könnte man das schon fast als gescheitert betrachten. Aber wie gesagt, das würde ich dann eventuell den eventuell Zuschauern überlassen. Wir bleiben in Kontakt, Kommandant.